Ja, willkommen zu einem neuen Video von mir, wieder mal mit der JavaScript-Serie. Und heute geht es um die zwei Schlüsselwörter Type of und Instance of. Erstmal, was machen die beiden Schlüsselwörter? Type of gibt einem den Datentyp zurück von einem Objekt, das man dem übergibt. Also meinetwegen Type of Eins würde den Typ von 1 ausgeben, das ist in dem Fall Number. Type of Hallo würde den Typ von der Zeichenkette Hallo ausgeben, das ist in dem Fall ein String. Type of, also wenn ich mir ein neues Objekt mache, ist gleich neues Objekt und dann sage Type of O, kommt hier Object raus. Allerdings hat dieses Type of auch einen kleinen Haken, und zwar gibt es da einen Bug in JavaScript, der schon seit Urzeiten da drin ist, und zwar habe ich ja mal erzählt, Null ist kein Datentyp, so wie ein Objekt, sondern Null ist ein primitiver Datentyp. Allerdings, wenn ich sage Type of Null, kommt hier Object raus, auch wenn Null kein Objekt ist. Das ist einfach ein Bug in JavaScript, der nicht gefixt wird, weil einige Bibliotheken oder Programme halt auf diesen Bug aufbauen. Deswegen hier dieser Bug ist vorhanden, müsst ihr mit klarkommen. Aber ansonsten funktioniert Type of relativ gut, wenn ich undefined hinschreibe, dann ist der Typ davon undefined. Also das ist dazu da, um den Datentyp von einem Wert herauszufinden. Wenn ich zum Beispiel mal den Datentyp von console.log haben will. Hallo? Danke. Dann sehe ich, okay, console.log ist eine Funktion. Also das funktioniert soweit. So. Jetzt allerdings Instance of. Was macht Instance of? Instance of ist dazu da, um zu prüfen, ob ein Wert eine Instanz von einem Datentyp ist. Den Wert gibt man links rein, also meinetwegen möchte ich herausfinden, ob das, was ich über Funktionen gesagt habe, dass die Objekte sind, auch wirklich stimmt. Also ich möchte herausfinden, hey, ist console.log eine Instanz von dem Datentyp Objekt? Also console.log Instance of Object. Und ja, tatsächlich kommt dort true raus. Das bedeutet, console.log, also die Funktion, was wir hier sehen, ist eine Instanz vom Datentyp Objekt. Das Ganze geht auch mit eigenen Datentypen, also wenn ich mir hier den Datentyp Color mache, so, das kann ich ja als Datentyp verwenden. Und wenn ich dann sage, var c ist gleich new color und dann c ausgebe, dann habe ich hier halt eine Farbe drin oder eine Instanz von diesem Datentyp. Und jetzt kann ich zum Beispiel abfragen, hey, ist C denn eine Instanz von Color? C Instance of Color kommt true raus. Ich kann auch sagen Type of C und hier kommt dann immer noch nur Object raus. Das heißt, bei Type of ist es vollkommen egal, wie der Typ an sich heißt. Es ist sozusagen nur die Oberklasse gefragt. Das heißt, bei Type of kann man nicht herausfinden, ob ein Objekt jetzt von einem... Jetzt lass mich doch mit dieser Meldung in Ruhe. Mit TypeOf kann man nicht herausfinden, ob ein Objekt nun einem eigenen Datentyp angehört. Man kann aber herausfinden, ob ein Wert überhaupt ein Objekt ist. Dafür ist TypeOf da. Und man kann auch herausfinden, ob ein Wert halt eine Zahl ist. Dafür ist, wie gesagt, TypeOf und Instance of ist dazu da, um zu prüfen, hey, ist ein Wert von diesem Typ oder kann man den Wert als
Instanz von diesem Typ ansehen. Meinetwegen, ich habe hier ja ein Objekt O erstellt. Das ist ja keine Farbe und ich habe ein Objekt C erstellt. Das ist eine Farbe. Das heißt, bei C Instance of Color kommt True raus und bei O Instance of Color kommt False raus. Denn C ist eine Farbe oder eine Instanz der Klasse oder des Typs Farbe, weil Klassen gibt es ja in JavaScript nicht. Also C ist eine Instanz des Typs Farbe, deswegen kommt hier True raus und O ist keine Instanz des Typs Farbe, deswegen kommt hier False raus. So, das war's dann auch schon wieder mit Type of und Instance of. Ich hoffe, man hat alles verstanden, was erklärt wurde. Ansonsten einfach nochmal nachfragen, so wie immer. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.